Hallo Welt, da sind wir wieder. Und wir werden zum Dia-Versteck. Und wir hoffen, dass mit dem Gerät, das wir bekommen haben, in der Vergangenheit von der Railroad, dass es stimmt, dass sich dann vor unseren Augen ein Versteck auftut. Dass wir dort dann schnell weiterkommen. Warum eigentlich schnell? Ja, weil wir wollen doch Curry helfen. Das war doch unser Plan. Und dann haben wir noch Strong irgendwo, den wir auch als Begleiter nochmal mitnehmen wollten. Und wir haben als Begleiter noch Deacon. Aber Deacon können wir nicht mehr so gut riechen. Seitdem wir gemerkt haben, dass Deacon ein ganz kleines bisschen manchmal am Flunkern ist. Also wollen wir ihn vielleicht doch nicht immer mitnehmen. Immer um uns haben. Okay, wir nehmen das Impro-Automatikpistolenteil auseinander. Ja, das machen wir. Verwerten. E. Ha, was kriegen wir denn hier? Das können wir gar nicht. Das können wir gar nicht. Naja, dann das Kampfgewehr aber für Stahl, Schraube, Feder, Holz. Ha, das könnten wir verwerten. Was kommt denn da alles raus? Nein, können wir auch nicht. Aha, die Sachen mit Stern lassen sich also nicht verwerten. Gut zu wissen. Dann kann ja gar nichts passieren. Und Lorenzos Artefaktpistole. Können wir das denn modifizieren? Oh, wir können Lorenzos Artefakt modifizieren. Standardschüssel. Tiefe Schüssel, Lorenzos Artefakt. Das sieht aber alles nicht so aus, als könnte man das machen. Standardgriff. Scharfschützengriff. Ach was. Das sieht aber jetzt nicht so toll aus. Na gut, wir haben jetzt nichts dabei, aber man kann ja mal gucken. Hier könnten wir noch Trägersignalantennen, Abzug gedrückt halten, um durch Aufladen zusätzlichen elektrischen Schaden zu verursachen. Signalrepetierer. Verbesserte Feuerrate. Na gut. Das könnten wir also verbessern. Ein bisschen. Nun gut. Stehenden Fußes werden wir uns nun auf den Weg begeben. So. Können wir hier runter? Nein, wir müssen hier wieder raus wahrscheinlich. Man kommt auch von unten irgendwie hier rein. Das geht auch. Springen. Einfach springen. Ist ein bisschen hoch, oder? Man könnte vielleicht da irgendwie. Kommt man da hin? Wow. Okay, da kommt man nicht so gut hin. Ha! Hier ist der Ausgang. Wie eine Katze. Hier rüber. Okay. Und weiter geht's. Weiter. Über diese Brücke dort. Sieht mir nach einem relativ kurzen Weg aus. Kommen wir da überhaupt drüber? Halt, nicht davor rein. Ich glaube, wir kommen hier nicht drüber. Es sieht so aus, als würde man hier nicht drüber kommen. Nein. Nein, das sieht nicht gut aus. Sollen wir schwimmen? Im verseuchten Wasser schwimmen? Ha! Ist das da die Tucker Memorial Bridge? Wir haben sie schon wieder umgangen. Wir haben und sind. Oh Mann. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Aber nur für die, die sie nicht beherrschen. Ah! Das war nur ein Loch. Nichts weiter. Nichts Schlimmes. Ah, da hinten sind wieder diese Prediger. Und hier sind diese ganzen Raider. Die müssen wir auch umgehen, sonst dauert das ja alles zu lange. Wir nutzen ja auch die Schnellreise nicht mehr. Deswegen springen wir jetzt. Kann man wohl hier so... Nee, das ist nicht Dying Light. Jetzt habe ich es nochmal erwähnt. Ha! Wir sind aber schneller als ihr. So langsam müssten wir auf... Habt ihr das gesehen? Das wusste ich gar nicht. Man
kann im Flug kann man sich drehen. Das kann ich nicht zum Beispiel. Ja, man kann hochspringen und im Flug die Richtung ändern. Nicht schlecht. Ach, lass mich. Du sollst mich... Och Mann, komm zurück. Ich hatte gerade voll den Spaß. Da bin ich doch noch. Lass mich. Ach, egal. Lass mich. Lass mich. Lass mich. Ich habe einen Auftrag zu erledigen und werde mich gar nicht ablenken lassen. Hoa, jetzt leckt es aber hier. Hier ist überall was zu entdecken. Überall, überall. All die ganzen kaputten Gebäude und Fenster und... Na, ich tue mal die Machete weg, damit man schneller laufen kann. Hier Treppen nach oben. Komische Wände, Scheinwerfer, alles steht hier rum. Es leckt ohne Ende. Aber frag nicht nach Sonnenschein. Wir sind gerade bei 4 gewesen. 4 Frames pro Sekunde. Good Neighbor, das kann es ja nicht sein. Müssen wir da jetzt echt rein? Wir müssen irgendwo hoch. Da oben müssen wir wahrscheinlich hoch. Da müssen wir nach Good Neighbor. Da haben wir doch Curie verloren. Da gehe ich keinesfalls nochmal mit ihr rein. Ja, keinesfalls. Wenn sich's nicht vermeiden lässt, vielleicht schon. Was war das? Was war das? Wir gehen jetzt hier einfach entlang. Ja, das sieht doch gut aus. Muss speichern zwischendurch mal. On top. Jemand da? Nein. Ah, das war ja mal wieder Glück hier. Der Roboter ist nicht getarnt. Oh, Curry, man müsste sich von hinten anschleichen können. Keine Ahnung. Ich glaube, du siehst Gespenster. Ja, schon möglich. Du musst mit dem Jet aufhören. Jetzt fang nicht an. Scheiße, willst du mich verarschen? Was? Beschießen die sich jetzt gegenseitig, oder wie? Mich hat niemand entdeckt. Curry wieder. Okay, dann machen wir das anders. Ach, wieder ist dann etwas Gift. So macht man das, Jungs. Hey, halt mal kurz die Klappe. Ich hab was gehört. Eigentlich... Oh, was das? Supermutanten auch hier? Das war, glaube ich... Ja. Das war, glaube ich, mein Tod. Die Supermutanten haben mich jetzt etwas verwirrt. Nein, ich wäre auch so gestorben. Auch wenn ich nicht verwirrt wäre. Nicht verwirrt, ich... Gibt's das denn? Ich glaube, so weit ist das gar nicht möglich. Ja gut, wir wissen, was auf uns zukommt. Wir sind im Vorteil. Wir werden sie aus der Ferne erwischen. Nummer 1, daneben. Warum? Bewegung entdeckt. Seltsam. Okay, Nummer 1, erwischt. Greife Feind an. Da war nur einer? Du dich nur versteckt, kleiner Mistding. Wie, vorhin waren noch mehr da, oder? Ich meine, vorhin waren da mehr. Kronkorken, 45er Patrone, 556er Patronen. Ja, und die üblichen Raider-Sachen. Es ist dies. Oh, da sind sie. Das wird ein letzter Kampf. Sei vorsichtig. Gewalttätige Auseinandersetzungen können eine Flugzeitform von letzten zur Folge haben. Oh, 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 oh. Ja, ich merke das schon. Ich merke das. Ich komme nicht weg. Achso, Curry stand ausnahmsweise mal hinter mir. Der letzte. Der letzte Raider ist irgendwo noch das letzte.
Tja, er weiß gar nicht, worauf er schießen soll. Er sieht uns ja nicht hier. Hast Angst, was? Solltest du auch haben. Angst. So ein Blödsinn. Angst. Das war's. Oh, ich weiß, dass du hier bist. Ich werde dich finden. Gar nichts wirst du. Gar nichts. Genau so sieht's nämlich aus. Das war aber knapp. Hochmut kommt vor dem Fall, oder wie war das? Es leckt so unverschämt hier, ich glaube. Okay, wir nehmen alles mit. Wir nehmen die 308er Patronen und alles, was er jetzt hat. Das brauchst du doch sicher nicht alles, oder? Oh nein, oh ja, wir nehmen aber alles mit. Und zwar die Kronkorken hier, 556er Patronen, 5mm Patronen und Sturmgewehr. Naja, und das Raider-Zeugs, wo ist der andere Raider? Handeln. Machst du mir ein Geschenk? Vielleicht ja. Wir werden sehen. Und Schrott. Abgenutztes Klemmbrett. Okay. Okay, okay. Alles. Und ansonsten noch Inventar. Was haben wir da? Waffen vielleicht. Ja, was ist denn jetzt los? Warum leckt das denn auf einmal so? Vielleicht, weil in der Gegend hier viel passiert. Sturmgewehr. Okay, Gatling Laser. Ja, das Ding ist doch ziemlich schwer. Ach so, Mutanten waren ja da oben. Können wir ja gleich mal ausprobieren. Wir haben 40 Kerne, was auch immer das bedeutet. Fusionskerne haben wir doch schon rausgefunden. Lorenzus, ja, das lassen wir alles mal. Auch die letzte Minute ist ja alles sehr schwer. Ich weiß. Müssen wir alles bei Zeiten mal in Sanctuary abwerfen, ablegen. Ja, abwerfen vielleicht jetzt neuerdings auch. Das war's schon. Wenigstens können wir wieder kriechen. Nein, ich meine laufen. Wir sollten hier einmal zwischenspeichern. 23 haben wir nur noch. Wir sind ganz in der Nähe. Ja, aber so kann man das ja fast gar nicht spielen mit 20 Frames jetzt. Ja gut, wir müssen auf jeden Fall höher. Also nach der Folge müsste ich da mal schauen, woran das liegt, dass das hier solche Einbrüche hat gerade. Okay, wir können aber noch die Kronkorken 45er Patrone Jet und Maddox mitnehmen. Und hier unten noch die Gwinnett Stout Flasche und Jet und nochmal Jet. Wieso hieß die Flasche Jet oder habe ich mich da vertan? Kronkorkenkaliber 50, 308er Patrone und Impro-Repetierer-Gewehr. Da war doch nichts mehr drin, nein. Wir könnten uns hier ein bisschen etwas zusammenbrauen. Ich fürchte ja fast, dass wir da oben hoch müssen. Obwohl, nee, kann auch nicht ganz sein. Das sind noch 18, naja, könnte sein. Schauen wir mal. Auf jeden Fall das hier mit dem, wenn das so am Ruckeln ist, dann geht das ja gar nicht. Legen wir mal die Waffe schön weg. Okay. Der arme Affe hat keinen Kopf mehr. Jetzt entfernen wir uns nämlich wieder. Wir müssen wahrscheinlich doch irgendwie da hoch. Da ist eine Treppe. Und das ist die Treppe, fürchte ich beinahe. Auf der haben wir versucht zu fliehen vor den Supermutanten, als wir oben in dieses Gunner-Versteck gekommen sind. Und damals haben wir die Treppe nicht bis nach ganz unten genommen, weil wir unter Beschuss standen. Wir sind doch da irgendwie anders die Brücke heruntergekommen. Naja, auf jeden Fall haben wir hier oben, wenn mich nicht alles täuscht, schon mal so ein Mila-Teil aufgebaut. Aber wir scheinen ja fast schon auf dem richtigen Weg zu sein, wenn man mal auf das Radar achtet. Es geht immer weiter nach oben. Tatsächlich befindet sich dort ein Zeichen, dieses grüne dort.
Wir gucken aber erstmal, was es hier sonst noch gibt. Aha. MG-Geschützturm. Ein Brahmin. MG-Geschützturm. Und ein Brahmin. Nicht mehr. Dann können wir... ja, da kann man hoch, auf jeden Fall. Gut zu wissen. Dann können wir auf jeden Fall in der nächsten Folge ins Pinnacle. Pinnacle-Hochhaus. Und da werden wir dann auch rein in der nächsten Folge. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und sage Daumen hoch und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.